Dann begrüße ich euch jetzt zum schönen Briefing. Es ist sogar 3 Minuten vor der Zeit, die angesagt ist. Deswegen gucken wir erstmal durch und wir fangen natürlich an mit den To-Dos der letzten Woche. Was haben wir gemacht? Format für Streamplan ausdenken haben wir nicht gemacht. Ja, direkt in das neue To-Do wieder reinpacken. Low-Cup-Termine auch nicht gemacht. Muss ich aber jetzt auch dann direkt machen. Wahrscheinlich. Das ist gemacht. Das ist gemacht. Das ist noch nicht gemacht. Packen wir das auch mit unten rein. Showmatches. Meh. Gelb. Anmeldung ist gemacht. Stream Elements immer noch gelb, weil ich habe die Hälfte immer noch nicht verstanden. Handball Staff ist grün. Da habe ich sehr viel abgesprochen. Das sage ich ist gut. Das habe ich nicht gemacht diese Woche. Ich habe noch keinen Short. Letzte Woche habe ich keinen Short gemacht. Das ist schlecht. Direkt ins neue To-Do. Ein Short pro Woche. So. Cup Viewdies habe ich gemacht. Jedenfalls alle Low Cups sind schon mal drin. Gegen Skip gewinnen hat nicht geklappt. Das ist doof. Also fast die Hälfte geschafft. 1, 2, 3, 4, 5. 5 von 12. Fast die Hälfte. 2 sind Dings. Oh wait. Das ist Quatsch. So. Also ist okay. Können wir mitarbeiten. So, den Chat wieder aufmachen, weil wir in dem OBS drin sind. Warte, wenn ich das so mache und dann so. Dann kann ich den Chat lesen und das läuft. Okay, so ist das doch gut. Okay, also, Streamplan haben wir hier. Wir haben heute Morgen Twitch. Oh, werde ich nicht mehr Twitch schreiben. Und YouTube. War perfekt. Morgen machen wir auf jeden Fall auch Stream. Sagen wir mal, wann fange ich an? 10.30 Uhr, sage ich mal. Ungefähr. Bis... Warte, wann kommen die Leute? Warte mal kurz. Uhr kommen die Handwerker morgen. Ich mache bis 15 Uhr Stream. Am Mittwoch. Haben wir am Mittwoch irgendwas vor? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich genauso erstmal, ne? Ah, 15 Uhr. Will ich wirklich bis 15 Uhr nehmen? Oh, bis 14 Uhr, ne? Reicht auch. Genug Unterhaltung für euch. Ich kann ja abends nochmal anmachen, wenn ich Langeweile habe, aber Nachmittag gehen so langsam dahin. Ist immer was los. Abends immer in der Sporthalle jetzt. Donnerstag habe ich den ganzen Tag Zeit. Ich kann einfach ein bisschen früher anfangen, ne? Was haltet ihr davon? 4 Stunden morgens, alles gut. Donnerstag machen wir einfach das gleiche auch. So, Freitag ist eine gute Frage. Da gibt es auf jeden Fall World Team League, 16 Uhr. Marales Sports vs. Little Fairy. Ne, so, Fairy. Pünktlich anfangen, habe ich eine Pause glatt können. Ja, ich versuch's. Kommt drauf an, ob ich morgens mir ein paar Brötchen hole und ganz entspannt Brötchen esse oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich Freitag vorher noch streame, weiß ich nicht. Oder ob ich mir da mal einen freien Vormittag nehme, wenn man so will. Ich muss nochmal eben in die To-Do, muss ich nochmal reinschreiben. Nächste Woche MC6. Da muss ich nämlich nachfragen. Samstag, Sonntag. Also, ich könnte ja jetzt natürlich sagen, warte, wann ist denn World Team League? Wann sind die Spiele? Am 14 Uhr Sonntag, ne? Ich könnte natürlich sagen, ich mach mal in Klammern, World Team League, 14 Uhr. Denn wenn wir weiterkommen, spielen wir natürlich die nächsten beiden Tage auch noch. Und da wir weiterkommen,
Obwohl, vielleicht spielen wir dann auch Sonntag schon gar nicht mehr. Wenn wir Freitag und Samstag gewinnen, spielen wir Sonntag nicht mehr, weil wir qualifiziert sind. Das ist ja die Hauptsache hier. Das heißt, das sind so potenzielle Dinger. Ansonsten irgendwie. Ich mache hier mal auch Ladder Stream draus. Dann wissen die Leute auch, was sie bekommen. Mittwochabend. 18 Uhr habe ich Termin. Weiß nicht, ob ich danach noch einen Cup machen soll, kann. Könnten Donnerstag vielleicht einen Cup machen. Donnerstag. Abends Low Cup? Fragezeichen. Mal gucken, ob wir da irgendwie noch eine Umfrage oder sowas machen. Ansonsten könnte man hier einen Cup machen, 14 Uhr. Und man könnte auch sicher hier. Ne, da streame ich dann nur. Sonntag streame ich nur. Ich könnte auch einfach zwei Cups machen. Ne, 18 Uhr. Wann machen wir das denn? Machen wir 13, 16 Uhr. Also die Frage, was machen wir mal? Na, 13 Uhr, 16 Uhr, machen wir mal. So, also irgendwann wird wahrscheinlich ein Cup sein. Wenn, vorausgesetzt, es ist keine World Team League, dann gibt es Samstag einen Cup. Das wird dann aber spontan sein, offen für alle und go oder so. Okay. Okay, das haben wir. Umfragen. Dann gucken wir mal, was die Umfragen sagen. Denn es gab ja ein paar. Und zwar die Sonderpreise. Tada! Den einen kriegt Guarana und den anderen bekommt Herold. Jawollo. So, also wir haben zwei Leute, die hier schon mal was gewinnen. Oder was mit dem Publikumsvote gewinnen. Ist natürlich die Frage, macht es für mich überhaupt Sinn, das nochmal zu machen? Denn seien wir ehrlich, wenn ich einen Cup mache und es haben sieben Leute die Chance, was zu gewinnen. Und es stimmen nur vier Leute darüber ab, wer was gewinnt. Dann heißt es ja, dass die Leute selber nicht mal abgestimmt haben. Das heißt, so einen Sonderpreis zu machen, werde ich aber nicht wieder machen. Das ist offensichtlich nichts, was Leute interessiert. Ne? Das ist, was ich daraus mitnehme. Okay. Replay-Liga. Noch nichts Neues, aber viele Anmeldungen. Ich kann ja mal eben den Anmeldestand, könnte ich ja mal eben mit reinschreiben. Dann haben wir das. So, wo haben wir sie denn? Die weg. Die sind drin. Sehr aktuell 36 Anmeldungen. Also, alle anmelden. Wer noch nicht dabei ist, anmelden für die Replay-Liga. Oder wer mitspielen will. Wenn man nicht dabei ist und nicht mitspielen will, dann halt nicht, ne? Was kann ich noch besprechen? Streamplan-Format muss ich. Das mache ich nicht on-stream, das ist Quatsch. Das brauche ich auch alles nicht on-stream machen. Ja, Masters Colosseum 6. Und zwar, wenn ich das richtig gehört habe, vorgestern, meinte Naruto, meinte Bovo. Mann, das werde ich noch wochenlang falsch machen wahrscheinlich. Dass er. Ne, die haben nicht Urlaub, die haben diese Workation irgendwie in der ersten Septemberwoche. Und dass deswegen wahrscheinlich wenig gestreamt wird. Und da ist dann eben die Frage, darf ich vielleicht ein, zwei Tage Masters Colosseum streamen, wenn er nicht da ist? Oder
Frage ich. Ich wüsste nicht mal, ob ich es nicht darf oder darf gerade, aber wenn Take-TV online ist, macht es halt einfach keinen Sinn, dagegen zu streamen mit dem gleichen Turnier, ne? Deswegen werde ich da auf jeden Fall mal anfragen. Ansonsten, World Team League Cast könnte man auch sonst zur Not machen, aber dann würde ich, glaube ich, lieber Low Cup oder allgemein einen Cup selber organisieren. Und ja. Dann ist die Frage, was gibt es noch diese Woche zu tun? Turniermäßig habe ich jetzt gerade nicht so viel auf dem Schirm. Ich kann mal eben in Discord gucken. So, schauen wir mal in diese Gruppe rein und schauen, ob da irgendwo Tournament News sind. FanCom Cup ist verschoben, das heißt, der, weiß ich nicht, vielleicht ist der FanCom Cup auch nächste Woche, wenn es dem guten Mann wieder gut geht. Aber ansonsten sehe ich jetzt gerade keine neuen Sachen. Gucken wir mal, Vulcan Cup. Promotion. Das sind die Cranky Duglings. Das ist auch nichts Neues. Da ist noch ein Announcement. Okay, das sind aber nur die Casts, die sowieso schon drin sind, wo das Turnier feststeht. Okay, dann gibt's nicht so viele Turniere außer Liquipedia, also Team Liquid. Was sagen die denn? Aber wahrscheinlich auch nur der Standardkram. Donnerstag ist Passioncraft. Erst Lobe Cups, ja, wer hätte das gedacht? Masters Coliseum kann man nicht einfach mitspielen. OSC King of the Hill Mittwoch, aber muss man halt OSC-Typ sein. Oh, Sniper SSL Cup, was ist das? Zweiter September, 8 Uhr abends. Prize Pool $100. Eieieiei, okay, warte, den muss ich mal eben hier kopieren. Warte, dürfen alle mitspielen? Was ist das hier? Das ist, European Friendly. Remember, Cups are open. Ne? When you are qualified, das Cup. Ah, okay, wenn man sich qualifiziert, kann man nicht in einem Qualifizierungsturnier mitspielen. Okay. Wait, das ist nur ein. Wait, this is a qualifier? Ach so, es gibt mehrere Turniere und dann kann man im Ranking sich irgendwie qualifizieren. Okay, aber ich sehe keine. Keine Mehrwertbeschränkung. Ja, Nicorrect ist auch mit dem Bracket, also der ist ja auch sehr, sehr hoch. Komm, das poste ich mal eben hier rein. Und zwar in dieses und in das. Okay, Wadi Korean League brauchen wir, glaube ich, auch nicht mitmachen. 36. Ja, aber ich habe ja auch erst vor 2 Tagen announced und das Anmeldeschluss ist ja erst in 3 Wochen, ne? Oder ja, in 3 Wochen. Also da werden sich noch ein paar Leute mehr anmelden. Da habe ich keine Sorge. Also, ich sag, mein Ziel ist ja immer 100, ne? Aber gleichzeitig muss ich sagen, jetzt hatten wir 82 oder 84 oder so. Auch fein. Also, das müssen wir ja gucken. Also, bei den 36 wird es nicht laufen, ne? Kann ja sein, dass gerade jemand im Urlaub ist. Dass gerade einfach gerade jemand nicht ins StarCraft reinguckt, dafür werden anderen, wird anderen Leuten Bescheid gesagt. Also da habe ich wenig Angst, dass wir. Ich sag mal, unter 50 habe ich wenig Angst. Und alles, was da drüber ist, ist für mich fein. 100 wäre natürlich ein Träumchen. Aber gut, dann habe ich tatsächlich auch nicht mehr so viel mehr zu erzählen hier, ne? Ich kann mal das hier rausnehmen. Dann habe ich gar nicht mehr so viel Platz hier. Also ja. Das machen wir mal in der richtigen Farbe. Low Cup Termine machen wir mal gelb. Haben wir so halb gemacht jetzt. Vielleicht Samstag. Vielleicht. Vielleicht Sonntag. Wer weiß. Hier schon mal gelb. Also gut.
Morgen Ladder, übermorgen Ladder. Das ist safe. Donnerstag auf jeden Fall auch Ladder abends mal gucken. Donnerstag habe ich wirklich noch nichts zu tun. Dienstag, Mittwoch, also Dienstagabend bin ich halt auf jeden Fall in der Sporthalle. Mittwoch auch. Also Handball-Sachen machen. Das heißt, da muss ich gucken. Freitag ist auch sehr, sehr safe. Das wird auf jeden Fall gecastet. Und Samstag, Sonntag muss ich jetzt halt so ein bisschen gucken. Umfragen, ja. Sonderpreise in Turnieren interessieren keine Sau. Das ist mein Take, was ich damit nehme. Und Replay Liga sollen sich die Leute anmelden. Und dann war's das zum Briefing heute. Relativ entspannte Woche, schätze ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, laber ich auch nicht mehr viel rum. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ne? Wer das hier gesehen hat, der kann ja natürlich hier abonnieren auf YouTube. Ihr wisst, wie das ist. Und dann haut rein.